Willkommen zur heutigen News for You-Ausgabe. Top-Film-News. Hawkeye und Kate Bishop. Das Angebot an neuen Marvel-Serien für den kommenden Streaming-Dienst Disney Plus wächst weiter. Vor geraumer Zeit wurde schon eine erste Serie über Loki mit Tom Hiddleston angekündigt, gefolgt von Serien mit Scarlet Witch und Vision, sowie Winter Soldier und Falcon ebenfalls mit der Originalbesetzung aus dem Kinofilm. Nun kündigt Disney eine weitere Serie über den von Jeremy Renner dargestellten Hawkeye an, der auch im kommenden Kinofilm Avengers Endgame eine wichtige Rolle spielt. Erste Details zur neuen Hawkeye-Serie bestätigen einen weiteren aus den Comics bekannten Helden, Kate Bishop. Bei Kate Bishop handelt es sich um Hawkeyes Nachfolgerin in den Marvel-Comics Young Avengers. Die Serie soll laut Verity von den Anfängen der neuen Heldin erzählen. Wer die junge Heldin darstellen wird, ist noch nicht bekannt. Kurz News: Avengers Endgame. Mit Avengers Endgame wird die Infinity-Saga abgeschlossen. Wie es danach im MCU weitergeht, enthüllt Marvel-Chef Kevin Feige erst in späterem Verlauf des Jahres. Doch wie geht es mit den X-Men weiter? Das alles soll wohl erst nach Avengers Endgame enthüllt werden. Hellboy. Nach Guillermo del Toros Hellboy-Film mit Ron Perlman versucht sich nun Regisseur Neil Marshall mit David Harbour an einer Neuauflage der Comics. Zum Kinostart sind die ersten Filmkritiken eingetroffen und die fallen vernichtend aus. Top Gaming News: Kingdom Come Deliverance. Im Mai wird der letzte kostenpflichtige Story-DLC für Kingdom Come Deliverance erscheinen. Dieser bringt einige der Inhalte mit sich, die schon während der Kickstarter-Kampagne als Stretch Goals versprochen wurden. Bei A Woman's Lot soll es sich mit den bis zu 15 Stunden Spielzeit um den größten der vier DLCs handeln. In einem Video von der PAX East verriet Tobi Stolz, Zwilling, PR-Manager bei Warehouse, was uns genau erwarten wird. Drei große Neuerungen soll der DLC bereithalten. Eine davon ist ein Spielabschnitt, in dem wir in die Rolle von Theresa schlüpfen. Außerdem wird es auch Tierbegleiter in der Form von Hunden geben. Kurz News: Dragon Age 4. Laut eines Kotaku-Berichts gab es bei Dragon Age 4 einen Relaunch und eine Neuausrichtung zum Live-Service-Spiel mit Anthem als Grundlage. Iron Harvest. RTS-Hoffnung hat mit Deep Silver endlich einen Publisher gefunden. Zusammen mit dieser Ansage kündigte der Entwickler zudem einen Karteneditor an. Top Technik News: GeForce GTX 1650. Nvidia soll mit der GeForce GTX 1650 die aktuelle Turing Generation fit für das Einsteigersegment machen. Wie die auf nicht spezialisierte Webseite Videocards berichtet, soll die Grafikkarte bereits am 22. April 2019 erscheinen und mit AMDs Radeon RX 570 konkurrieren. Entsprechende Custom Designs wie die MSI GTX 1650 Gaming X sind bereits durch die Listung auf der Website der Eurasischen Wirtschaftsunion geleakt. Wann mit Testberichten zu kleinen Turing-Grafikkarte zu rechnen ist, sei unklar. Analog zur vorherigen Veröffentlichung in diesem und im letzten Jahr sind Reviews vor dem oder auch gleichzeitig zum Verkauf statt möglich. Zu einem noch nicht näher genannten Zeitpunkt soll außerdem eine GeForce GTX 1650 Ti erscheinen, die etwas schneller sein dürfte, aber den Abstand zur GeForce GTX 1660 vermutlich wahren wird. Die neuen 1650 Grafikkarten sollen mit Nvidias TU 117 Grafikchip bestückt sein, 4 GB Videospeicher und ein 128-Bit breites Speicherinterface bieten. Kurz News: Windows 10. USB-Sticks und externe Festplatten müssen unter Windows 10 Version 1809 nicht mehr mit Hardware sicher entfernen ausgeworfen werden. Möglich macht das die neue Quick Removal Funktion. Nochmal Windows 10. Die Gamebar von Windows 10 bekommt in Kürze ein ordentliches Feature Update. Spotify, eine Bildergalerie und maximale Flexibilität bei der Implementierung von Widgets sind mit an Bord. Das war die heutige News for You-Ausgabe. Euch ein ganz tolles Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.